Feierlichkeiten werden zu Ehren von General Sebastiano Lirabello abgehalten, dem de facto Staatsoberhaupt von Medici. I'm the trouble star, punkin' it's the game. Explosion verhindert. Trotz zahlreicher, aber haltloser Berichte über Menschenrechtsverletzungen hält General Lirabellos eiserner Griff stand. Einige Kritiker wurden angeblich zur Zwangsarbeit verurteilt und bauen jetzt das geheimnisvolle Barbaren. Die Macht des Barbaren sollte niemand nutzen. Für dich mache ich das gerne. Gern geschehen, mein Junge. I'm a fire starter. You're a fire starter. Brennt sie nieder. Ich kann nicht untätig herumsitzen. Ja, das ist doch ein Riesenhaufen Scheiße. Glaubst du dem Kerl etwa Rico? Ankunft bei LZ, 4 Minuten. Morgen Sonnenschein. Aufwachen, Rico! Showtime. Sheldon, wo ist das gute Zeug? Oh Mann, wenn ich das wüsste. Scheiße, vielleicht gibt's überhaupt kein gutes Zeug. Ist das für die Rebellen? Oder ist es für die Ravello? Ich weiß auch nicht. Ist schwer, den Überblick zu behalten. Seit Panau hat sich also nichts geändert. Oh, da kann man halt nichts machen. Weißt du, Sebastiano, die Ravello sitzt auf einer Tonne Bavarium. Und das macht ihn zum allerbesten Freund der Agency. Das war mal meine Heimat, Sheldon. Tja, dann genieß deine Heimkehr, mein Junge. Und vergiss die 45er nicht. Also, du triffst dich mit deinem Freund, oder? Mario, wir kennen uns schon eine Ewigkeit. Gut, gut. Noch 2 Klicks zur Landezone. Das hier sieht gut aus. Und jetzt? Was hast du denn vor, Junge? Ich würde sagen, was Subtiles. Und auf geht's! Luftraketen, zerstör die
Bist du das? Sie, ich bin's. Mario? Oh, amigo, ich könnte hier Hilfe brauchen. Komm hier rauf und hilf mir und beeil dich. Ihr habt nicht mit Rico fucking Rodriguez gerechnet! Rico! Das ist ja ewig her! Jahre! Du kommst genau im richtigen Moment. Die Ravelo-Soldatin hätte mich ohne zu zögern erschossen, diese... Nicht schlecht, Mario. Du hast seit dem letzten Mal einiges dazugelernt. Ja, du machst das auch nicht schlecht. Ne? Du vergisst immer noch deine Deckung. Dabei ist die Deckung das Allerwichtigste. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich hab dich mit dem Flugzeug gesehen. Und dann so zumpa, zumpa. Das war einfach unglaublich. Ich bin froh, dass du zurück bist. Ich bin auch froh, dich zu sehen, Mario. Die Rebellen. Es sieht übel aus. Wir müssen dahin. Hey, Mario. Ich fahre. Erbitte Unterstützung. Kannst du das regeln, Rico?
Du musst sie beschützen. Ich komme nach. Kein Problem, Mario. Nimm den Helikopter, Fratre. Medici. Ich bin, offensichtlich, die neue Stimme des Nachrichtensenders des Generals, eurer einzigen legalen Nachrichtenquelle. Eine weitere erfolgreiche Diravello-Woche liegt hinter uns. Kleinere Gruppen von Aufständischen werden von unseren Truppen schon bald vollständig ausradiert. Viva Medici! Wir haben es geschafft. Klar, oder? Ich meine, ich war es und du hast mir geholfen. Wir sind ein gutes Team, oder? Frigo und Esetera. Wir beide werden das perfekte Filmduo. Wow, ich sehe ja bombastisch aus. Ah, da bist du ja. Dima Ali Umar Al-Masri. Radius nicht gebrochen. Skaphoid intakt. Ah, das Hackenmodell ist veraltet. Antik. Zeit für ein Upgrade. Komm vorbei, wenn du passt. Wenn's dir passt. Man wird sich ja wohl noch mal versprechen dürfen. Dima, ich freue mich auch, dich zu sehen. Oh, hallo. Dein Greifarm ist sehr veraltet. Komm zu mir für ein Upgrade. Das Ding sieht tödlich aus. Oh, der Aufstand in Medici ist gefährlicher, als du vielleicht denkst. Komm mit. Ich habe da eine Kleinigkeit, die ich dir zeigen möchte. Komm. Ist ein verbessertes Modell. Wir können gleich mit den Tests beginnen. Hast du deinen Fallschirm noch? Sie. Gut. Zum Glück konnten wir die katastrophale Ausfallquote senken. Wir waren vorsichtig, gründlich und auf Sicherheit bedacht. Nicht so wie... Dima. Nicht wie damals in Guatemala. Ich bin nicht für den Feldeinsatz geschaffen, aber du hast mich gerettet. Nach Guatemala sollte ich Bavarium erforschen. Bavarium kommt nur in Medici vor. Sehr seltsam. Abgesehen von seinen magnetischen Eigenschaften kann man es zu einem extrem starken Sprengstoff raffinieren.
oder als Treibstoff verwenden. In den falschen Händen. Oh, Rico, das Bavarium ist in den falschen Händen. Und genau das werden wir ändern. Ich weiß, dass ich mich auf Mario verlassen kann, Dima. Was ist mit dir? Ich habe viele Fehler gemacht, Rico. Vergebung beginnt mit Taten, Dima. Ja, aber ich... Keine Ausreden mehr. Ich werde helfen. Wir treffen uns am Außenposten Guardia Alpha. Du kannst mir beim Test der neuen Ausrüstung helfen. Ich empfehle die Schleudertechnik. Greifarm aktivieren, dann beim Einholen Fallschirm öffnen. Ah, gut. Und jetzt nochmal. Gut, und jetzt komm zu mir nach Guardia Alpha. Warte! Was? Oh. So, Explosion verhindert. Explosion? Sicherheit geht vor. Geht's dir gut? Ja, los. Fangen wir an. Ich sollte in deiner Nähe bleiben, um Fehler in deiner Ausrüstung zu beheben. Was? Du hast doch keine Flugangst, oder? Tsch. Ach Quatsch, ein akrophober Agent. Völlig absurd. Oh, das sind Rebellen. Salut! 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 Was hast du mit mir gemacht? Ah. Der Vormarsch der Technologie. Dein Haken wurde auf den neuesten Stand gebracht. Mhm. Aha, geringeres Risiko von abgetrennten Gliedmaßen. Du kannst jetzt zwei Objekte verbinden und an dich ziehen. Mhm. Ja, dein Freund Mario hat vorgeschlagen, es Hatschan 03 zu nennen. Aber ich glaube, der Name würde rechtliche Probleme verursachen. Dieser Guardia Alpha wäre doch ein guter Anfang, oder? Zum Beispiel könnte dieses Tor dran glauben. Ja, dann hättest du Zugang zum Außenposten. Oh, mir ist aufgefallen, dass die Rebellen nicht gut über Zäune klettern können. Falsche Ernährung, würde ich tippen. Ich weiß, dass ihr es nicht leicht hattet, aber das hier ändert einfach alles. Mit dem Teil kann ich den Außenposten auseinandernehmen. Ohne rumballern. Das war's. Ich gehe rein. Funktioniert jetzt. Außerdem erbitte ich Unterstützung. Schicke dir neue Koordinaten.
So eine schlampige Arbeit. Die Firewall ist durchlässig wie ein Sieb. Ist dieses Netzwerk von Affen entwickelt worden, oder was? Unpraktisch. Na, was soll's? Du hättest mich auch rufen können. Ein Angriff steht bevor. Regierungstruppen nähern sich. Es ist ein Vergeltungsschlag. Für letzte Nacht. Die Rebellen sind in Gefahr. Die Regierungstruppen werden sie gnadenlos überrennen. Das ist tragisch. Und aufregend. Nicht aufregend, jedenfalls nicht der Angriff. Falsch ausgedrückt, eine aufregende Chance, meine neue Erfindung zu testen. Und was ist das? Dient der Vermeidung von Katastrophen. Streck deine Arme aus. Nein, so. Was zum Teufel soll das werden? Fertig. Du hast jetzt ein Wingsuit. Praktisch zum Gleiten. Am besten startet man direkt am Abhang. Wow, wow, wow. Fliegt zur Brücke. Ich hoffe, es funktioniert. Für uns beide, Rico. Wir müssen alles wieder ins Lot bringen. Dima, dieser Wingsuit ist nicht übel. Vielleicht habe ich es nicht erwähnt. Habt ihr ein experimentelles Gerät GI-64 gegeben? Eine Bavarium-basierte Haftbombe. Dann fangen wir mal mit der Brücke an. Bin jetzt unterwegs zum Aussichtspunkt. Die Ravellus-Truppen nähern sich schnell. Bitte beeil dich. Konvoi kann kommen. Die Ravellos Armee wird sich fragen, was passiert ist. Geschafft! Du solltest jetzt eine coole Bemerkung machen, oder... Warte, mehrere Helikopter nähern sich. In der Nähe sind zwei Boden-Luftraketen-Batterien. Markiere Position, empfehle Umprogrammierung. Greife jetzt auf Kommandofeld von Rakete zu. Batterie ist unter Kontrolle. Jetzt auf die andere Seite. Beeil dich! Okay, das war's. So macht man sich Freunde. Grandmadre, sie kocht heute Abend. Du musst kommen, over. Over. Woher hast du ein Funkgerät, Mario? Was? Das haben wir hier alle. Außerdem musst du over sagen. Over. Wir? Over. Mach dir keine
keine Gedanken über Funkgeräte. Grand Madre kocht schon. Sei pünktlich, aber... Rico, bist du das? Ja, ich bin's, Grand Madre. Dünn bist du geworden. Sagst du Mario bitte, dass er diesen Schrott von meinem Rasen schaffen soll? Certo, Grand Madre. Grand Madre mag wohl das Auto nicht. Ja, sie mochte es noch nie. Du hast es nie fertig gemacht. Ich habe auf dich gewartet. Ich bin nicht sauer, okay? Dass du gegangen bist. Mario, ich hatte keine andere Wahl. Weißt du, ich habe mir solche Gedanken nie gemacht, Rico. Aber es gibt einen Unterschied zwischen etwas betrachten und etwas sehen. Wenn man Medici betrachtet, ist es wunderschön, ein Juwel unter der Sonne. Aber wenn man Medici sieht, dann ist es total verrottet. Mario, wirst du jetzt zum Philosophen oder was? Nein, so ist das nicht. Seit einer Weile helfe ich den Rebellen. Aber ich bin nur ein kleines Licht, wir sind keine Armee. Du hast die Angriffe auf die Ravello gesehen. Die Rebellen sind abgehauen. Sie haben sich versteckt. Das war echt peinlich. Mario, Rico, das Essen ist fertig. Gran Madre, wir sind sofort bei dir. Gib uns nur eine Minute, bitte. Mario, Respekt. Sie ist fast taub. Okay, ich habe einen Plan. Die Ravello kontrolliert alle Dörfer und Städte. Und ohne seine Stützpunkte ist er am Ende. Wir rekrutieren Einheiten und bauen eine Armee auf. Ich werde Manea befreien. Übertreib nicht gleich, Rico. Das tue ich nicht. Wir müssen den Menschen zeigen, dass wir in der Lage sind, ihre Dörfer zurückzuerobern. Und außerdem zerstöre ich Vis Electra. Das ist total verrückt. Es ist Zeit, ihm den Saft abzudrehen. Die Ravello hat die Anlage gebaut in 3-4 Monaten. Ich verwandle sie in eine qualmende Ruine in weniger als einem Tag. Egal, was du tust, wir sind dabei. Und egal, was du zerstörst, wir bauen es wieder auf. Bon. Muy bon. Jungs! Aber das ganze Gequatsche vertreibt nicht das Knurren aus meinem Magen. Na dann los. Hallo Rico, willkommen zurück in Medici. Ich bin Alessia, die Stimme von Radio del Revolution. Mario sagt, du hast vor, Manea zu befreien und das Kraftwerk von Vis Electra zu zerstören. Ich kann es kaum erwarten, dich in Aktion zu sehen. Ich melde mich wieder, wenn du vor Ort bist.
ja. Ich bin hier aufgewachsen. Ich kann dir also zeigen, wie die Ravello diese schöne Stadt zugrunde gerichtet hat. Wirf diese Statuen um, Rico! Sebastiano di Ravello, reiß die Augenbinde herunter, wo soll ich denn jetzt hin? So sorgfältig angelegt hat. Was sind ein paar Lebensmittelmarken übrig? Ich hätte zu Hause ein paar Gutscheine, die ich dir dafür geben könnte. Wenn ich daran denke, wie stolz ich in meiner Jugend war. Was macht der da oben? Je höher der Baum, desto tiefer der Fall. Diese Generation wird endlich das wahre Potenzial. Bringen wir es hinter uns. Mehr Männer! Mehr Männer! Attackiere Zielperson. Alle Einheiten hierher. Hier Zentrale. Anfrage erhalten. Verstärkung ist unterwegs. Der DRM. Erobern Sie zurück. An alle Einheiten, findet den Rebellen. Verfolgung aufnehmen.
Schon unterwegs zu euch. Wir schicken Verstärkung zu eurer Position. Ich hab ihn erwischt. Der nächste, bitte. Verstanden. Verstärkung ist unterwegs. Einsatz von Elite-Truppen autorisiert. Sie sind unterwegs. Sichtkontakt verloren. Alle Mann ausschwärmen. Ups. Hier Zentrale. Das Ziel ist immer noch da draußen. Findet ihn. Einleiten. Findet ihn, so schnell es geht. Zu eurer Position. Hier Zentrale. Wir schicken
nähert sich eurer Position. Polizeistationen sind in der Hand der DRM. Erobere sie zurück. Das ist keine Polizia. Das sind die Ravellos-Schläger. Brutal und dumm. In den Weinbergen abholen? Es gibt eine Rallye, während die Wachen in der Stadt patrouillieren. Runter zu den Docks von Manea. Ich will dir ein Angebot machen, Amico. Over.
verlassen oder verlassen wollte. Diese grundlose Einschüchterungstaktik geht gar nicht. Manea wurde befreit, meine Freunde. Die verhasste die Ravello-Miliz, kurz DRM, wurde aus der Stadt gejagt. Vive la revolution, mi fratres e sorores. Rico, damit können Marios Garagen nichts anfangen. Befreie Cava Gemino Sud. Dort findest du bestimmt Pläne. Komm schon, Rico. Damit können Marios Garagen Rico, nichts anfangen. Rico, du hast es geschafft! Befreie Cava Gemino Sud. Was wolltest du mir zeigen? Dort findest du bestimmt Pläne. Du stehst genau davor. Eine meiner besten Garagen. Ich sehe nur ein blaues Gebäude an einem Dock. Ich zeig sie dir. Hier, fahr zu diesen Koordinaten. Mach schon, Rico. Alle an den Docks? Nein, ein paar sind mitten in der Stadt oder auf Flugfeldern, aber sie nehmen alle sämtliche Arten von Fahrzeugen auf. Helikopter an den Docks, Boote auf den Flugfeldern. Wie schaffe ich ein Boot zu einem Flugfeld? Keine Ahnung, Rico, wer hat denn hier den abgefahrenen Greifhaken? Find er selbst raus. Okay. Entscheidend ist, du kannst jedes Fahrzeug in jede meiner Garagen bringen. Aber vermutlich muss ich die Städte dazu erst befreien, was? Dass ich ihr diesen Roller bringe? Warum? Zerbrich dir darüber nicht den Kopf, Rico. Niemand wird ihn vermissen. Deine Karte hilft dir, meine Garagen zu finden. Hopp, hopp. Warum mache ich das dann alles? Versorge die Rebellion mit Material, Rico. Ich bringe Waffen und Fahrzeuge zu Rebellenzellen in ganz Medici. Aber warum brauchst du diesen Roller? Er
Erinnerst du dich an die kleine Cecilia Crespo mit dem schlechten Atem? Wir haben sie Dragona genannt. Das ist ihr Motorrad. Schön, oder? Sie hat sich über meine Haare lustig gemacht. Meinte, sie wären fettig. Deshalb spielen wir ihr einen kleinen Streich, okay? Einen Streich, von dem du und die Revolution profitieren. Inwiefern profitiere ich davon, wenn ich Cecilias blöden Roller stehle? Nach, Rico. Ich nehme den Roller, zerlege ihn, die Jungs bauen daraus mehr Motorräder und alle bekommen welche. Es gibt nur Gewinner, außer Dracona. Aber genau darum geht es ja. Könnte es sein, dass ein Panzer oder ein Raketenwerfer nützlicher wäre als dieser Roller? Ja, und wenn du die Ravello-Stützpunkte zerstörst, erfahren meine Jungs von den dort stationierten Fahrzeugen und bringen sie zu dir. Aber bring die Teile bloß nicht in meine Garage. Warum nicht? Militärisches Gerät erregt zu viel Aufsehen. Meine Jungs sind mit Schraubenschlüsseln viel besser als mit Waffen. Kommen zurück, Rico. Leg sie einfach auf den blau markierten Bereich. Sie arbeiten schnell, Mario. Aber jetzt muss ich los. Geduld, Rico. Ich hab doch gesagt, ich bin der Mann mit dem Equipment. Schnapp dir einfach ein paar von den Signalleuchten dort. Und? Hast du sie? Klar. Ich weiß nur noch nicht, was ich damit anfangen soll. Wirf sie, damit meine Jungs wissen, wo sie dein Equipment abwerfen sollen. Aber erst suchst du dir mit meiner neuen Rebellen-Abwurf-App aus, was du brauchst. Also wirf die Signalleuchte zu einer Stelle, an der genug Platz zum Starten und Landen ist. Und er landet genau bei den Signalleuchten? Sicher, das ist Dimas Werk. Uralte Technik. Sie sorgt dafür, dass alle meine Garagen sie haben. Und voilà! Nicht schlecht, Mario. Darauf kannst du wetten. Wenn du was brauchst, nimm einfach die App. Aber wir liefern nur, was du findest. Also leg los! Abwechslung ist gut. Rico, du musst die Provinz Baia befreien. Um die Provinz Baia zu befreien, musst du alle Städte, Vorposten und Stützpunkte dort befreien. Das Einzige, was dir in Baia noch fehlt, ist Vis Electra. Zerstöre die Stützpunkte und dann sieh zu, dass du verschwindest.
Da kommt er, der König der Rebellen! Elektra. Die Anlage wurde in 8 Wochen von Sträflingen gebaut, aber der Strom kommt nicht dem Volk zugute. Geh da rein und spreng alles in die Luft. In der Regel sind Militäranlagen rot markiert, also konzentrier dich auf sie. Das ist immer wieder schön.
Da muss irgendwo ein Schalter sein. Nimm das! Thank you.
Erinnern an Rico. Na, ah, ich hätte wissen müssen, dass du überlebst. Was brauchst du? Ja, du hast die Ravello und Flo ins Ohr gesetzt. Und Costa del Porto wird in Kürze die volle Wucht seiner Enttäuschung zu spüren bekommen. Ich dachte, das interessiert dich und deinen Kumpel vielleicht. Danke, Sheldon. Mario, bist du da? Ich hab's gehört. Wir treffen uns vor der Stadt. Im Rahmen der öffentlichen Bauarbeiten durch unseren geliebten General Di Ravello wurde Vis Electra entfernt, damit unsere Energiepolitik grüner werden kann. Das sind nun kontrollierte Routinesprengungen, also keine Sorge. Das gilt auch für den Umstand, dass ein Bewaffneter gerade mein Handy konfisziert hat. Viva Medici! Wir haben erfahren, dass eine Limousine einen von Di Ravellos Spitzeln abholen soll. Klau die Limousine und übernimm den Job, indem du dich als Fahrer ausgibst. Das ist der wahre General. Oh, tut mir leid, Bruder.